Hallo und willkommen zu einer weiteren Reihe unserer Miniserie Neben der Spur Messer abseits des Beuteschemas. Und heute im Gegensatz zu den vorhergehenden Folgen nicht mit einem Messer, ja, was irgendwie durch martialische Ausmaße auffällt oder ungewöhnliche Form, sondern eher mal ins andere Extrem. Und zwar handelt es sich heute um ein Messer der Firma Kaber, und zwar das Dozier Mini. Das ist das Messerchen, und hier kann man das mit völliger Berechtigung sagen, es ist wirklich ein sehr kleines Messer. Die Länge geschlossen 8,4 cm, geöffnet bei nicht mal 15, bei 14,6 cm. Die Öffnung erfolgt hier über diesen Daumenpin. So. Die Arretierung erfolgt mittels Backlock. Das ist auch sehr haltbar. Ja. Die Klinge hat gerade mal 6,1 cm und ist aus AUS 8 Stahl gefertigt. Ja, Griffmaterial Kunststoff, Zeitelmaterial, alles sehr griffig und hier durch die Musterung auch alles gut in der Hand liegend. Da rutscht man auch nicht ab. Ja. Durch den geringen Materialeinsatz kommen wir auch auf ein Gewicht von sagenhaften 32 Gramm. Also das ist schon, ja, auf der Klinge nochmal, ne? Dozier Design, Kaber, die Messermarke, und hier hinten die Fertigung in Taiwan erfolgt. Ja, das ist das Teil. Ja, wie kam ich dazu? Also auf der einen Seite das natürlich das geringe Gewicht, das kann man gern mal dabei haben. Auch wenn es nicht 42A-konform ist, eigentlich zu öffnen und eben mit dem Backlock auch verriegelnd. Aber es ist eben von den Maßen, vom Gewicht, wirklich kaum zu spüren. Also auch der Clip macht eigentlich einen ganz guten Job dafür, dass es wirklich nichts Besonderes ist. Bei weitem nicht Deep Carry und auch relativ schmal, aber er hat eben auch nicht viel zu tragen, das muss man auch sagen. Es gibt auch ein Lanyard Hole, das gebührt. Der Respekt vor dem Messer, das auch anzumerken, daran hat man auch gedacht. Und es ist ja nur der Mini-Folder. Das gibt natürlich eine Reihe größer, aber dann ist man sozusagen auch schon wieder in einer anderen Gewichtsklasse. Und das ist wirklich eine Sache, die kann man mal so dabei haben. Und was das Allerausschlaggebendste an der ganzen Geschichte für mich dann auch gewesen ist, ist, es ist ein kleines Messer und der niedrige Preis, zu dem man das erhalten kann, korrespondiert eben hervorragend dazu. Also das kann man auch nutzen, die sind auch ungemein schneidfreudig, einen sehr schneidfreudigen Schliff bekommen. Und wenn mal was kaputt geht, wenn man es mal verliert, ist das jetzt kein Beinbruch. Das ist natürlich bei einem Messer, wofür man einige Euros mehr hingelegt hat, ein größeres Problem, ein größeres Unglück. Ja, also das hat mich dann schon überzeugt. Liegt aber bei weitem nicht wirklich in dem, was ich üblicherweise als mein Beuteschema ausgebe. Ja. Kaber Dozier Mini. Ja, auch mal was anderes. Ja, das soll schon wieder gewesen sein. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Dann freuen wir uns auf die nächste Folge.